Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das hier alles funktioniert, so wie ich will. Ja, ich bin hier gerade dabei, ein DVD-Artwork zu erstellen. Oder Blu-ray. Ist eigentlich für Blu-rays, aber ich bin hier noch ein bisschen am Rummalen. Wie ihr wisst, bin ich ja nicht so. Oh, scheiße. Bin ich ja nicht so der technisch versierte Mensch. Aber ein bisschen was kann ich mittlerweile auch. Und hier bin ich gerade dabei, diesen ET hier freizustellen. Ich habe den da nämlich keine PNG-Datei gefunden. Also muss ich das selber machen. Ist ein bisschen eine Feinarbeit hier. Aber kriegt man schon irgendwie hin. Ja, das war jetzt ein bisschen too much, glaube ich. Ja, das muss ich nochmal anders machen hier. Das sieht komisch aus. Ja, mal gucken. Mal gucken, was ich hier noch gebastelt bekomme. Also wie gesagt, das ist unser TV-Auftritt und der Radiomitschnitt. Das habe ich hier abgespeichert. Also hier, genau. Den Radiomitschnitt und den TV-Beitrag und ja, zu Weihnachten. Ja, ich finde es eine coole Idee. Und ja, 2019 war natürlich das Jahr für uns. Ja, in der Zeitung gelandet, in der überregional sogar, mit unserer Sammelleidenschaft und dann noch im TV und im Radio. Das waren die Highlights diesen Jahres. Also echte Wahnsinn, ja. Also wir haben es gar nicht glauben können. Das war schon immer so ein Traum, vielleicht so einen kleinen Zeitungsbeitrag, also einen Artikel praktisch zu bekommen. Das war immer unser Traum, aber irgendwie wollte das nie wahr werden und jetzt hat das alles dieses Jahr geklappt. Das ist natürlich Bombe. So, ich glaube, so sieht das besser aus. Jetzt gehe ich nochmal weg. Weg. Ja, ich glaube, so kann man das dann lassen. So, jetzt kriegt der ET noch ein bisschen Schattierung. Warte. Ja, ich benutze GIMP für meine Artworks hier. Ich habe auch schon ein paar Thumbnails vorbereitet hier. Von Sachen, die demnächst vorgestellt werden auf meinem Kanal. Da will ich jetzt aber nicht draufklicken, sonst wird da zu viel verraten. Weil da ist auch das Weihnachtsgeschenk für meine Frau dabei. Und falls die dieses Video hier sieht, dann wäre das blöd. Ja, genau. Wie gesagt, der kriegt jetzt noch ein bisschen Schatten. Der ET. Und zwar in Schwarz. Ja. Kriegt er jetzt noch ein bisschen eine äußere. Seht ihr das? So sieht das doch schon cool aus. Wiederhole ich direkt nochmal, um der Sache ein bisschen, ja, so eine leichte 3D-Optik zu geben. Also das sieht dann aus, als würde der ET Schatten werfen nach hinten raus. Und das mache ich jetzt dasselbe mit dem Chucky hier. Chucky, Chucky, Chucky. Wo ist er? Hier. Zack. Der kriegt jetzt auch so eine äußere Schattierung. Dann wirkt das nicht so aufgesetzt und kriegt ein bisschen so einen dreidimensionalen Touch. So. Ich bin übrigens schon ich glaube, es ist jetzt mein vierter oder fünfter Versuch, dieses Artwork hier zu kreieren. Die anderen haben alle nicht geklappt. Ja, ich habe da noch mehrere irgendwie schon vorbereitet gehabt. Könnt ihr euch ja mal angucken hier, da müsste im Mülleimer hier drin sein. Guckt, das hatte ich vorher. Ach so, muss ich natürlich erst rausziehen. Zack, Mülleimer. So, das hatte ich vorher. Ja, das sah so aus. Das hatte ich vorher. Da ist jetzt. Ach, scheiße. Na, ist egal, ist ja eh im Mülleimer gelandet. Also, das war mir alles zu unscharf und zu verspielt. Und die drei hier, die haben mir zwar etwas besser gefallen als das jetzt da, aber ich krieg das irgendwie nicht mehr so hin und das war alles zu verschwommen und seht ihr das? Also die absolut also total unscharf irgendwie, ja, und deswegen mache ich jetzt alles nochmal neu.
Zack, das Ding kommt weg. Ja, und ich mache hier alles nochmal neu und spiele hier nicht so rum mit Blutflecken oder was weiß ich was. Ja, hier hinten kommt jetzt noch ein kleines bisschen Schrift hin und das soll es dann auch gewesen sein. Hier der Gremlin kriegt jetzt natürlich auch noch ein bisschen. Mal gucken, wo der ist. Der Gremlin kriegt jetzt auch noch ein bisschen Schlagschatten. Ja, so sieht das dann auf jeden Fall besser aus. Das wirkt dann auch viel, viel dreidimensionaler auf jeden Fall. Ja, gefällt mir schon besser. Genau. Jo. Ja, hier mache ich dann noch ein bisschen Schrift hin. Bla bla bla. Ich glaube hier, ich könnte mal das, wie hieß denn der Sender? SWR, Landesschau oder irgendwas. Da hole ich mir jetzt noch das Logo. Das Logo in PNG. SWR, PNG, PNG-Datei. So, dann nehmen wir das hier. Das ist dann schon in P. Ne, ist nicht in PNG. Warum ist das nicht in PNG? Ich hätte das gern in PNG, als PNG-Datei. Oder ich nehme einfach das. Aber ich hätte es eigentlich gern als PNG-Datei. Auch nicht. SWR. Ja, das ist eine PNG. Dann nehmen wir halt das. Zack. Sichern. Und Radio war, na, Mitschnitt Radio 7. Nee, nicht war Radio 7. Was war denn das? Oh, ich muss mal gucken, in welchem Radiosender das überhaupt war. Das war nicht Radio 7. Das war nicht Radio 7. Na, ich kann es ja mal ganz kurz anspielen lassen. Ich glaube, viele von euch haben das noch gar nicht gehört. Guten Morgen mit dem Radio 7 Ah, doch, Morgenthema. Radio 7. Bei Gruselfilmen, da halte ich mir tatsächlich gerne mal die Hand vor die Augen, wie so ein kleines Kind. Boah, und ich konnte als Kind schon nicht genug von Horror- und Gruselfilmen kriegen. Gruselfan oder nicht, bei Familie Müller in Wolterdingen, da stellt sich die Frage nicht, wenn man einmal bei ihnen zu Besuch war. So wie Radio 7-Reporterin Elke Rutenkolk. Überm Hauseingang ein Schild. Elm Street 666. Soll ich da wirklich rein? Na komm, hier soll es schließlich alles geben, was es zu einem Fantasy-, Science-Fiction- oder Horrorfilm mit Kultfaktor zusammen gibt. Und wenn man in das Haus von Oliver und Corinna kommt, dann ist man auch gleich mittendrin. Kein Winkel, in dem keine Figur, Videoedition oder ein Bild zu finden ist. Das ganze Haus ein Gruselkabinett. Nö, ist einfach unsere Einrichtung. Unser Leben, wir fühlen uns eigentlich ganz heimisch hier. Also. Alles ist in Themenbereiche aufgeteilt. Das Schlafzimmer zum Beispiel ist die Abteilung Alien. Ein bisschen düster gestrichen und voll mit Alien- und Predator-Figuren in allen Größen. Corinnas Lieblingsabteilung aber ist im oberen Flur. Walking Dead. Mein Gott, kann man mit so viel Grusel im Haus überhaupt noch schlafen? Ich habe da keine Probleme. Also ich habe auch als Kind schon, mein erster Film war Tanz der Teufel. Da war ich neun und deswegen Walking Dead, also Zombie, es gibt nicht viele Zombie-Filme, aber Walking Dead ist halt gut, könnte ich immer wieder schauen. Horror ging bei mir schon immer klar. Also ob ich jetzt 4, 5 Jahre war, 10 Jahre, das hat dann immer, ist dann immer weitergegangen. Freddy und Jason, die zwei haben mich schon immer begleitet. Freddy aus Nightmare on Elm Street und Jason aus Freitag der 13. beherrschen übrigens das Wohnzimmer. Aber besonders stolz ist Oliver hier auf dieses Prachtstück in der Ecke. Das ist Leatherface, das ist ein Einzelstück. Leatherface aus Filmen Texas Chainsaw Massacre. Das ist ein Einzelstück, gefertigt von einer Figurenwerkstatt. Wir sind extra nach Köln gefahren, haben das Ding abgeholt, dass wir den hier haben. Und natürlich polarisiert der. Also da möchte fast jeder ein Foto mit dem haben, der uns hier besucht. Das will ich natürlich auch zum Fürchten schön. Es gibt aber auch einiges für zartere Gemüter. Gremlins, Ghostbusters, Harry Potter oder Avatare. Und natürlich meinen persönlichen Liebling, E.T. in Lebensgröße. Wie viele schaurig schöne Stücke sie überhaupt haben, darüber haben die beiden längst den Überblick verloren. Jeder übrige Euro wird in die Erweiterung gesteckt. Urlaub gibt's nicht, außer hier und da zu einem Fantreffen. Bei so viel Liebe zum Grusel, wie oft hört ihr da sowas wie, seid ihr nicht ein bisschen verrückt? Täglich, ja, eigentlich auch, ja, natürlich. Aber damit kann ich sehr gut leben. Und wenn ich den Leuten dann erkläre über meine Leidenschaft, es gibt Leute, die reden über Fußball den ganzen Tag und dann gibt es halt uns, ja.
Schaut euch das Grusel- und Fantasy-Filmhaus aus dem Schwarzwald mal an auf radio7.de. Ohne Ziel läufst du durch die Straßen. Ja, Leute, jetzt habt ihr das auch mal gehört. Das war unser Radiobeitrag in Radio 7. Mir ist erst mal nicht mehr eingefallen, welcher Radiosender das war, weil ich bin ja eigentlich niemand, der so Radio hört. Im Auto höre ich halt Musik oder irgendwelche Sprachnachrichten oder so Leuten. Das ist meine bevorzugte Mitteilungsmethode überhaupt oder Konversationsmethode, Sprachnachrichten, das geht immer. Und ich muss gerade überlegen, ob ich das so lasse. Nee, das lasse ich nicht so, das ist mal ein bisschen hier rüber. Ja, ich spiele hier, wie gesagt, noch ein bisschen rum, sodass ich praktisch die Discs brennen kann nebenher. Also ich habe jetzt schon eine ganze Reihe, ich 20 DVDs habe ich jetzt schon gebrannt. Wie gesagt, auf diesen DVDs, da ist dieser Mitschnitt, dieser Radiomitschnitt und der TV-Bericht von der Landesschau, Wohnen extrem. Das war sowieso so ein krasser Tag, ja, 5,5 Stunden Drehzeit, also 5,5 Stunden wurden gedreht. Und ein sehr nettes TV-Team, aber auch die Frau vom Radio, die war auch sehr, sehr nett, ja. Ich meine, es sind jeweils bloß knappe 4 Minuten oder was, ja, das hier und das hier auch. Aber fand ich echt eine interessante Sache auf jeden Fall und hat uns sehr gefreut, dass das überhaupt zustande kam, ja. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Man zeigt ja gern seine Sammlung, so geht es uns zumindest. Und ich denke mal, ein paar Leute werden sich über diese DVD freuen. Hier unten steht zwar Blu-ray, aber ich mache das Ganze auf DVD. Es sind ja eh bloß, wie gesagt, 8 Minuten. Einmal MP3 und MP4. Lässt sich aber, ich habe es probiert, also auf unseren 2 Blu-ray-Playern laufen die DVDs einwandfrei. Und auch der Radio-Mitschnitt, das funktioniert. Ich habe leider kein Programm, dass ich so irgendwie ein schönes Menü erstellen kann, so im Player dann aussieht, so ähnlich. Ja? Also man kann dann aussuchen, den Radio- oder den TV-Beitrag sich anzuhören oder anzuschauen. Und ja, ich krieg's leider nicht hin mit Menü und so, aber das ist jetzt halt so, das macht nichts. Jo. Genau, ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich bastle jetzt hier noch ein bisschen dran rum. Ich hoffe, ich kriege hier noch ein bisschen zustande. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. So habt ihr mal einen kleinen Einblick hier erhalten, was bei mir so gerade abgeht. Genau, jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier mache ich mal lieber nichts jetzt. Sonst lösche ich da wieder was. Ich bin, wie gesagt, technisch nicht so ganz auf der Höhe, das wisst ihr ja alle, ja. Aber das macht ja nichts. Das macht gar nichts. Ein bisschen was kriege ich doch hin, ja. Hier ist noch mein iMovie geöffnet. Mit dem Video, was ich gestern hier rausgehauen habe. Mein kleines Dankeschön-Video an euch da draußen. Zack, kann ich jetzt auch löschen. Ich mache jetzt gleich noch ein Gewinnspiel, genau, ein Harry Potter Gewinnspiel werde ich jetzt gleich noch drehen. Und dann, hier kann ich einiges löschen. Zack. Achso, muss ich ja so machen. Ja. Und dann werde ich heute insgesamt 3 Videos drehen. Da habe ich schon ein bisschen was auf dem Tisch liegen. Jetzt, wie gesagt, gleich drehe ich mal mein Gewinnspiel, mein Harry Potter Gewinnspiel. Es wird noch ein Freddy Krüger oder Nightmare on Elm Street Gewinnspiel geben, noch dieses Jahr. Da warte ich aber noch auf einen Artikel, der mich bald erreichen müsste. Und dann kann ich da auch loslegen. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen was gesehen, was ich gerade so mache. Ich habe ja Urlaub, heute ist noch Bude putzen angesagt. Das sollte jetzt einfach mal so ein kleines Video werden, was ich jetzt gerade so hier am Basteln bin. Und ich habe schon mal gefragt in dem Video und ein paar Leute haben da auch Interesse verkündet. Wer Interesse an so einem Teil hier hat, ja, mit dem TV- und Radiobeitrag von uns,
kann sich da gern nochmal melden. Zwei, drei Leute habe ich schon notiert, die hatten da Interesse. Und ansonsten, meldet euch nochmal am besten, dass ich ein paar Dinger raushauen kann. Mache ich gerne. Ja, also das ist, wie gesagt, keine Blu-ray, das ist eine DVD und sehr einfach gestaltet. Aber ich denke mal, ist für den einen oder anderen eine witzige Idee. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Leute, schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Euer lieber Olli Uncut.